Hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute gibt es mal wieder die Look Incredible Box für alle, die sie noch nicht kennen, weil ich meine alten Videos gelöscht habe. Das ist eine Box aus England, die kostet ja eigentlich dort 35 Pfund, aber ihr müsst halt noch 10 Pfund Fracht bezahlen. Aber sie ist das Geld auf jeden Fall wert. Da sind immer 5 Produkte mindestens drin, die immer Full Size sind und fast nur dekorative Kosmetik. Und ja, zusätzlich sind das auch noch echt tolle Marken, die es halt so ziemlich in so Sephora gibt. NARS, Too Faced, sowas alles. Und ich zeige euch jetzt die Mai-Edition. Das ist übrigens die Deluxe-Variante, wollte ich nochmal anmerken. Ich habe mir jetzt auch bald die Standard-Version noch bestellt. Die werdet ihr dann auch bald auf meinem Kanal sehen, aber das ist jetzt die Deluxe. Ich fange mal mit dem unspannendsten Produkt für mich jetzt auf jeden Fall an. Und zwar ist das hier von Nummer 7, ist es glaube ich, Nummer 7. Completely Quenched, keine Ahnung, A Moisturizing Body Lotion. Ja, das ist einfach eine Body Lotion, so sieht die aus. Das ist jetzt kein, sag ich mal, High-End-Produkt, aber ich finde es okay, wenn da eine Sache, sag ich mal, drin ist. Ich hatte ja auch mal die Glossy Box und da wurde es wirklich ein bisschen sehr viel mit Drogerieprodukte, aber hier ist es okay, ist auch eine große Größe und ja, finde ich auf jeden Fall gut, ist okay, sag ich mal. Und dann geht's weiter. Ich dachte gerade, da wären nur 4 Produkte drin. Nein, es sind 5 drin. Gut. Dann habe ich hier etwas von Lancôme. Und zwar einen Augenbrauenstift. Le Sourcil Pro. Ich bin nicht gut in Französisch, also entschuldigt. Da ist auf einer Seite, hier so sieht er aus, auf einer Seite ist so eine dunkle Farbe, also die Augenbrauenfarbe. Und auf der anderen Seite ist eine Highlightfarbe, also für in den Augenwinkel und hier unter der Braue, um die zu highlighten. Allerdings bin ich kein Stift-Fan, deswegen werde ich den zur Seite legen und den irgendwann verlosen, weil deswegen swatche ich den jetzt auch nicht. Den soll wer anders kriegen, weil ich komme mit Stiften nicht so gut klar. Ich mache das immer mit Puder, finde ich persönlich am einfachsten und auch am natürlichsten. Deswegen, ja, der wird mal verlost. Dann geht es weiter mit Dior, was ja auch nicht gerade eine schlechte Marke ist. Klar, die gibt es auch hier. Aber trotzdem finde ich das sehr, sehr gut. Und das ist Dior Show Cool. Ein, so sieht er aus, war das ist so ein Stift. Hier könnt ihr so als Kajal halt auf der Wasserlinie benutzen. Oder wenn man sich ein dunkles Augen-Make-up schminkt, könnt ihr es natürlich auch als Base benutzen. Das geht natürlich auch. Kann man dann so rausdrehen. Ich habe ihn noch nicht getestet. Ich denke, ich werde ihn mal gerade ausprobieren. So sieht das auf jeden Fall aus. Ist ein schönes, tiefes Schwarz, malt sehr, sehr gut. Also lässt sich bestimmt auch sehr gut auf der Wasserlinie auftragen. Ich lasse den jetzt mal gerade noch ein bisschen antrocknen und gucke gleich mal, wie er so ist. Ob er sich irgendwie noch verblenden lässt oder eher nicht. Also wir werden das sehen. Dann habe ich, was hier so ein bisschen Fail in meiner Box war, von Laura Geller, New York, Love Me Matte Lip Crayon. So sieht das aus. Erstmal ein cooles Produkt, finde ich an sich. So eine Farbe. Auch eine sehr schöne Farbe, wahrscheinlich sehr natürlich, ein bisschen dunkler, aber trotzdem noch, glaube ich, natürlich, so ein bisschen beerig vielleicht. Und ja, ich habe ihn aufgemacht und bei mir ist einfach kein Produkt drin. Aber da möchte ich diese Box bzw. die Firma auch nochmal richtig loben. Ich habe denen geschrieben und klar, ich dachte erst so, es ist ein ausländisches Unternehmen. Wie das so funktioniert jetzt, ich meine, ich bin jetzt nicht Profi in Englisch, also ich kann Englisch schon, aber was diese Vokabeln, sage ich mal, jetzt angeht, das ist ja alles ein bisschen was anderes. Und ja, hab da aber einfach mal hingeschrieben, von wegen, dass hier kein Produkt drin ist und hab den Bilder geschickt und dann ging das auch ganz, ganz schnell, die Antworten richtig schnell, haben gesagt, die haben jetzt hiervon keinen mehr, aber ich kriege in der nächsten Box einen Ersatz und zwar was von Smashbox, also ein Lippenprodukt, von daher ist das vollkommen okay für mich. Ich bin sehr begeistert von diesem guten Service und ja, die haben halt einfach super schnell reagiert. Das finde ich echt super. Ich teste jetzt schon mal, wie es hier aussieht. Ja, der lässt sich noch verblenden. Also ich weiß, ich muss es mal auf dem Auge versuchen, weil er wird dann so gräulich, sage ich mal. Das muss man mal testen, ob der wirklich gut ist, weil teuer ist ja auch nicht immer gut. Ja, und dann kommen wir zum letzten Produkt auch schon und zu meinem Highlight aus dieser Box schon wieder. In der letzten Box war, meine ich, auch eine Palette drin, die sehr, sehr schön ist. Cargo, hatte ich noch nie was von gehört, aber die ist traumhaft schön. Und jetzt ist hier eine Palette von Too Faced drin, so eine kleine, da habe ich schon 2 Stück von. Und zwar die Totally Cute Palette. Das ist ein bisschen eine extravagantere Palette, sage ich mal. Aber die finde ich sehr schön. Ich bin schon sehr gespannt, damit einen Look zu schminken demnächst. Ich mache die mal kurz auf, denn da ist noch was Besonderes dran.
Sekunde, ich öffne sie kurz. Die kommen immer so in so einer Metallverpackung. So. Und ja, die ist eigentlich, war die nur rosa und da stand Too Faced drauf. Die kann man halt selbst bekleben. Die kommt hier mit so, da ist noch ein Bogen drin mit so Stickern. Und ich habe mir die halt so beklebt. Finde ich ganz süß. Eine coole Idee von denen, dass man sich die selbst gestalten kann. Ja, so sieht die aus. Und ich mache sie mal euch auf. Das sind die Farben, die da enthalten sind. Also ich finde, man kann mit der unteren Reihe, wie man vielleicht sieht, einen sehr natürlichen Look zum Beispiel schminken. Dann da oben so grün und rosa, pink. Auch was Extravagantes. Also ich finde, die Palette ist schon für jeden was. Beziehungsweise ich würde jetzt, wenn ich mich nur natürlich schminke, würde ich mein Geld halt dafür nicht ausgeben, sage ich mal so. Weil da halt auch sehr viele extravagante Farben sind. Aber für mich ist perfekt. Ich trage ja alles, was geht. Also ob es pink, grün, blau, egal. Ich trage alles. Man muss es halt nur richtig schminken können und beziehungsweise eine richtige Farbkombination finden und. Dann geht das. Dann ist alles tragbar im Grunde. Von daher freue ich mich sehr, damit mal rumzuspielen. Ich denke mal, weiß nicht, ob ich mit dem Pink oder mit dem Grün arbeiten werde. Ich werde mal schauen. Aber es ist auf jeden Fall eine coole Sache. Und für alle, die sich vielleicht nicht so gut, hier ist auch ein Spiegel drin, die sich nicht so zu helfen wissen, beziehungsweise nicht so wissen, wie man damit gut schminkt, da ist auch immer so eine Anleitung drin. Hier ist eine Anleitung. Dann habt ihr hier eine mit dem Grün. Und hier mit dem Pink noch eine. Also finde ich richtig schön. Haben die richtig gut gemacht, wie man das dann schminkt. Dann sieht man auch, dass es auf jeden Fall tragbar ist. Hier sind nochmal die Anleitungen zu den jeweiligen Looks. Also ist eine richtig coole Palette. Too Faced Qualität ist auch gut. Also kenne ich nur so von Too Faced. Die haben immer super, super qualitativ gut hochwertige Lidschatten bzw. auch Paletten. Und von daher kann ich euch das ans Herz legen. Das war schon wieder die Box, aber mir hat sie wieder super gut gefallen. Klar, das eine Produkt ist halt bei mir nicht vorhanden richtig gewesen, aber da gibt es ja Ersatz das nächste Mal, zeige ich euch dann auch. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten. Bis dann!